Wir sitzen hier im Restaurant von unserem Hotel. Wir haben gerade ausgecheckt und wollen jetzt noch was Kleines essen. Nachdem wir gegessen haben, buchen wir jetzt noch schnell ein Zimmer, weil wir haben noch überhaupt kein Zimmer in Canggu gebucht und wir sind in einer Stunde schon da und ich dachte, eine Stunde vorm Einchecken sollte man vielleicht ein Zimmer buchen und ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kevin ist gerade kurz hochgelaufen, da ist ein Haustelefon, da kann man eben anrufen und nachdem wir dann sozusagen das Zimmer gebucht haben und gegessen haben, da kommt schon das erste Essen, nachdem wir dann gegessen haben und Kevin das Zimmer gebucht haben, packen wir unsere Koffer und fahren dann los. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das alles so klappt, eine Stunde vorher zu buchen. Ja, ich würde mal sagen, satt macht es nicht, aber es sieht auch ganz gesund aus. Also manchmal muss man Abstriche machen. Thank you, bye. Gerade ein Taxi über die Uber-App bestellt und jetzt geht's sofort los. Thank you very much, sir. Ronaldi. Yeah. That's your name? Yeah, Ronald. Nice. My father called Ronald. Yeah. Wir sind mit dem Uber-Taxi die ganze Zeit gefahren, sind jetzt hier im Restaurant und werden abgeholt. Also eigentlich war das hier das Homestay. Und wir sollen jetzt, also haben jetzt jemanden angerufen, der uns von hier abholt und dann zum Homestay fährt. Wahrscheinlich so irgendwo im Land. Irgendwo im Nirgendwo. So, jetzt steigen wir hier ein in das Auto und er fährt uns zum Hotel. Keine Ahnung wohin. Top! Was ist ein Service? Und alles für einen Fünfer die Nacht. Das ist richtig top. So, wir sind im neuen Zimmer angekommen. Hier sind wir endlich. Das ist das Badezimmer. Ja. Geil. Und das ist sozusagen unser Schlafbereich. Ich war jetzt gerade kurz duschen und gleich fahren wir mal an den Strand. Mal gucken, wie es da so ist. Wir sind gerade aus der Stadt Canggu wieder hochgekommen zum Hotel und es ist einiges passiert, ne Kevin? Was ist denn das erste große Problem gewesen? Wir wollten heute eigentlich auf die Full Moon Party gehen am Echo Beach und weil unser DJ aus der CP Lounge in Ubud uns erzählt hat, dass hier eine coole Party sein soll. Aber leider hat er sich entweder vertan oder hat uns verarscht. Wir wissen es nicht, aber die Party war halt gestern. Gestern. Also sind wir ein bisschen zu spät dran. Ja, das heißt, alle Leute sind nach Hause gegangen, keiner war feiern, wir haben am Strand niemanden gesehen. Wir sind den ganzen Strand entlang gelaufen, ungefähr eine halbe Stunde und da war nichts, einfach gar nichts. Es war Hochwasser, man konnte echt schlecht auch noch am Strand laufen. Es war nicht so geil. Und das nächste war, wir sind auf dem Rückweg. Unser Hotel ist, man muss dazu sagen, 10 Minuten vom Strand entfernt, also wenn die Straßen leer sind. Und wir haben keinen Scooter. Weil wir heute zu spät angekommen sind, deswegen kriegen wir erst morgen ein. Genau, deswegen sind wir mit dem Uber-Taxi runtergefahren, haben dafür echt sehr wenig bezahlt und haben uns aber nicht den Hotelnamen hier aufgeschrieben. Also ich hatte nachher noch so eine Uber-Dingen, aber das hat halt nicht geklappt. Und dann wollten wir mit dem Taxi zurückfahren, hatten aber auch kein Taxi mehr gefunden, weil die Straßen waren komplett leer und hatten wir ein großes Problem, sind also dann gelaufen. Beim Laufen zurück haben wir dann auf einmal einen Hund, hat sich uns angeschlossen, ein super süßer Hund, der ein apportiertes Bein hatte. Und es war ein Haushund, kein Spaß. Ein Haushund, der war sehr sauber. Sehr sauber, sehr lieb und sehr zutraulich. Ja. Und er lief wirklich eine halbe Stunde mit uns mit. Und der wollte immer weiter. Von unserer Seite, ja. Ja, immer weiter. Dann haben wir noch andere Leute kennengelernt, andere Scooterfahrer, die uns dann gefragt haben, ob das unser Hund ist. Und irgendwann haben wir es dann halt geschafft, dass ein Scooterfahrer ihn auf die Hand nimmt und dann halt versucht wieder zurück nach Hause zu fahren, wo ihn eigentlich aufgegabelt haben, dass er von da aus den Weg wieder nach Hause findet. Weil wir können ihn ja schlecht mit ins Hotel nehmen, oder das ist ja kein Hotel hier, das ist ja, was ist das hier, ein Bungalow? Ja. 5 Euro die Nacht. 5 Euro die Nacht, ja. Mega gut. Ja. Und ja, da hat ihn zurückgefahren und der kam dann auch später wieder. Der ist dann vom Roller runtergesprungen, ist dann selber den Weg zurückgelaufen. Also ist das schon mal eigentlich ganz gut. Und wir haben eine 3 Meter Python entdeckt. Eine 3 Meter lange Python. So dick wie mein Hals. Also, ja, oder mein Unterarm. Hier. So ein Oschi.
Also der kann locker Hühner essen und so, und der ist halt auch ein Teil unserer Strecke mitgeschlängelt, yeah. Weil man muss dazu sagen, weil es gibt so von den Bergen läuft halt so Wasser so in so Kanälen entlang, und diese Schlange schwamm halt diesen Kanal auch entlang mit hoch. Und wir haben die ganze Zeit diese Schlange gesehen und haben gedacht, mein Gott, wenn die gleich rauskommt und es dann packt und frisst, dann ist es vorbei. Also schlimmer haben wir nicht gedacht, aber wie gesagt, da haben auch Einheimische sind angehalten und haben dann mit Licht und so das geleuchtet und so, und fanden die Schlange auch sehr riesig für diesen Ort hier eigentlich. Also eigentlich ist hier nichts. Wir kriegen morgen früh übrigens noch unseren Scooter und dann morgen werden wir uns die Stadt Canggu genau. Ein bisschen näher angucken. Genau. Ich freue mich, seid morgen wieder dabei. Hasta luego! Hasta luego!